Die IGA GmbH in Rostock hat für den Verbleib des Traditionsschiffes in Rostock schmal geworben. Am Wahlsonntag entscheiden ja die Hansestädter, ob das Schiff in den Stadthafen verlegt werden soll. Für den Verbleib am jetzigen Standort im IGA-Park plädieren auch die Ortsbeiräte der Stadtteile Schmal und Groß-Klein und der Rostocker Stadtschülerrat. Auch die 16-Jährigen dürfen beim Bürgerentscheid abstimmen. 10 Millionen Euro sollten für Bildung statt für die Verlegung eines Schiffes ausgegeben werden. Das Schiff solle Teil des IGA-Parkes bleiben, um Kultur und Bildung auch abseits des Stadtzentrums zu stärken. Die Dresden liegt seit 47 Jahren im Rostocker Nordwesten.